Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Let's Go Evoli, wo wir kurz vor dem Felsholz stehen. Und so versuche ich mein Glück in einer Pokémon Arena, aber ich verliere immer. Das ist doof, ne? Du musst schon gewinnen, ansonsten bringt dir das nicht allzu viel. Christoph fordert dich heraus. Ein Evoli setzt du ein. Das ist immerhin eine gute Wahl. Mal wieder Evoli gegen Evoli. Das ist nie verkehrt. Ich würde sagen, wir machen wieder... Nee, wir machen mal Knisterladung. Das klingt immer so brutal. Naja, der Schaden war übersichtlich. Und... Oh, es kommt natürlich durch. Das finde ich nicht so gut, mit einer sehr effektiven Attacke gegen meine Evoli anzukämpfen, ja. Deswegen noch kurz der Blubsauger. Und dann müsste mein Evoli wieder gut geheilt sein. Ja, auf jeden Fall reicht's. Und die KP sind voll. Perfekt. Wunderbar. Hast du noch mehr Pokémon? Ich hoffe ja nicht. Yes, alle leveln. Ne, nicht alle, aber viele. Enton. Ne, wir machen mit Evoli weiter. Glaube ich schon am einfachsten hier. Und die Knisterladung. Los geht's! Es kommt alles gut. Und Christoph wurde besiegt. Dabei bist du extra trainiert. Ja, scheinbar hast du nicht allzu viel trainiert, mein Freund. Gib mir die Superbälle. Und dann haben wir hier wieder so ein... Ne, ihr wisst schon wer. Felsunnel ist ein hartes Pflaster, weißt du? Du solltest ein bisschen mit mir trainieren, damit du völlig gewappnet bist. Soll ich mein komplettes Trainingsprogramm mit dir durchgehen? Ja, klar. Dann zeige ich dir und der jüngeren Generation mal, wie man sich richtig ins Zeug legt. Das kannst du machen, ja. Habe ich kein Problem mit. Habe ich kein Problem mit. Julia. Kapuzzi. Okay, nett. Nett. Aber ich denke einfach mal... Wird jetzt auch nicht so das Problem für mein Evoli sein. Es hat Level 25, aber es ist bereits einmal entwickelt und deswegen ein bisschen stärker als... Ja, es hält den ganzen Stand. Das finde ich jetzt gar nicht mal so gut. Hypno... Das ist jetzt nicht so optimal. Das ist nicht so optimal. Wir haben jetzt ein schlafendes Pokémon gegen eines, das paralysiert ist. Evoli? Das, ja, du hast dir ein Päuschen verdient, aber doch nicht jetzt. Der Durchbruch auch noch! Oh mein Gott! Evoli zwingt sich dazu aufzuwachen, um niemanden zur Last zu fallen. Danke, mein Evoli! Du bist toll! Du bist toll! Los, Knisterladung! Mach's fertig! Du bist echt toll, Evoli! Weg mit dem! Komisches Vieh! So, was haben wir denn noch? Ein Rasaf! Nee, das wird mir ein bisschen zu gefährlich. Pokémon sind überhaupt nicht wirklich gelevelt. Das ist so das Problem. Versuchen wir Nidorina. Könnte man jetzt nicht schon einen Mondstein haben oder so? Wäre ich echt ein Fan von. Na gut, das machen wir. Erstmal Toxin. Das macht mehr Damage, als das ich gehofft habe. So, aber jetzt erstmal, wie gesagt, das Toxin. Es wird für uns arbeiten. Was setze ich denn mit einem Nidorina gegen einen Rasaf ein? Das bringt eigentlich alles nichts. Mach mir halt einen Doppelkick, komm. Nochmal der Durchbruch. Ja, okay. Ja, nee, der Schaden ist überschaubar. Der Schaden ist halt echt überschaubar. Versuchen wir halt noch die Kopfnuss. Warum auch nicht? Nochmal der Durchbruch. Dann haben wir Nidorina verloren. Das werde ich aber gerne nicht riskieren, denn auch sie soll ein bisschen leveln. Deswegen wechseln wir kurz das Pokémon aus und zwar auf... Nehmen wir... Arcani. Ich hoffe, es hält diesem Durchbruch dann direkt mal stand. Und dann ist gut. Ja, hier diese... Coach-Trainerin hier, Motivationscoach, was weiß ich...
Die ist jetzt schon nicht von schlechten Eltern, muss man sagen. Ha! Toxin ist immer gut. 26 für Nidorina, auch gut. Und Julia wurde besiegt. Ja, so jung und schon so gut. Ja. Ja. Und du wüsstest, was ich sonst noch könnte. Hier ist eine Belohnung. Oh, wir kriegen Durchbruch. Das kann auch gut sein, ja. Dann kriegen wir noch 3 Superbälle. Und dann zerschneiden wir noch kurz diesen Busch hier, einfach nur, weil er mir im Weg steht. Und heilen unsere Pokémon nochmal. Wie Evoli glücklich aussieht, wenn es was zerschneiden darf. Ja, und dann kann Evoli seine neueste Technik vorführen. Die Lichtflut hieß das, glaube ich, oder? Ja, Lichtflut. Oh, das Traumato. Ich weiß nicht, irgendwie... Es sieht einfach seltsam aus. Sah das Sprite im Original, sage ich mal, besser aus, irgendwie. Hier sieht er wirklich so ein bisschen... Oh, dieser scheiß Busch wieder da. Es sind sogar 2 Büsche. So, aber jetzt ab in dieser Höhle. Moment. Hier drin ist es stockfinster. Möchtest du, dass dein Partner... Nein, jetzt nicht. Pass auf. Wo führt jetzt dieser Weg hin? Ich meine, da hinten, da waren wir. Es müsste jetzt direkt nach unten gehen. Okay, doch, es macht schon Sinn. Wir gehen quasi eine Leiter runter. Ich habe nichts gesagt. Okay, und jetzt. Evoli, Lichtflut. Wow, nichts hier so mit kleiner Leuchtkreis um mich herum. Nee, es wird komplett hell. Wie geil. Evoli hat Lichtflut eingesetzt. Die Umgebung wirkt plötzlich taghell. Wow. Ganz viele Golbat. Ganz viele, 2, ja. Ein winziges Golbat. Okay, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Komm her. Und Feuer! Das war zu weit. Oh, das war zu spät. Wir warten. Ja, jetzt bist du natürlich da. Ja, natürlich, sobald ich werfe, ist es weg. Blödes Vieh, ey. Und Feuer! Mein Gott! Sie verarscht mich. Wir warten jetzt nochmal. Wir werfen jetzt! Och! Das gibt's doch nicht! Jetzt! Das... Du dämliches Vieh, du! Immerhin mal getroffen. Es bleibt eh nicht drin mit so einem miesen Wurf, oder? Nee. Das ist toll. Was? Wo ging der Ball jetzt? Ich hab genau gleich gezielt wie sonst auch. Ja, oh Gott. Warum war das jetzt nicht zumindest gut? Oh. Du Fuckviech! Natürlich. Ey, das darf nicht wahr sein. Jetzt! Natürlich bewegt es sich dann nicht so schnell zur Seite. Warum ist das nicht mal gut? Der Kreis war doch sichtbar. Okay, es bleibt drin. Ich meine, ist mir auch klar, dass der Wurf scheiße war und so, aber... Wie viele Bälle habe ich jetzt gerade für das Kackviech verwendet? Viel zu viele, aber es gibt massig Erfahrungspunkte. Da würde ich sogar gerne gleich noch eins fangen, wenn ich ehrlich sein soll. Das lohnt sich denn richtig. Das lohnt sich denn wirklich richtig. Oh, dieses Fuckviech. Komm her. Okay, jetzt stellen wir uns besser an, okay? Und wir werfen... Jetzt! Ich habe irgendwie getroffen, aber wieder nicht so richtig. Oh, komm. Das klappt jetzt wieder nicht. Na also, immerhin mal großartig. Ja, nee. Was zum... Ich möchte jetzt auch noch nichts einsetzen, ehrlich gesagt. Wegen Bären oder so. Ich treffe den Ball quasi in seinen Mund und der prallt dann da ab. Von der Innenseite des Mundes, ja. Ich will dich mitnehmen. Oh, das war wieder nicht gut. Okay.
Ich habe ein Problem, wenn es dann darum geht, größere und stärkere Pokémon zu fangen. Ich sehe es ja ein. Wo ging der... Wo flog jetzt dieser Ball wieder hin? Oh, komm schon, du Mistvieh. Warum? Ich werfe so wie immer. Und das war doch jetzt wieder ein Hut, ich verstehe es nicht. Was hätte denn gut sein müssen, meiner Meinung nach? Oh, du dämlicher Haufen Scheiße. Ich will jetzt auch nicht alle meine Bälle verschwenden hier. Großartig kriege ich hin, aber gut, nö. Komm schon. Dämliches Vieh hier. Ja, wie gesagt, da werde ich noch ein Problem kriegen. Level 30. Akani 22 ist auch okay. Ja gut, es reicht dann aber auch mit Golbat, würde ich sagen. Ich darf nicht... Oh mein Gott, Kleinstein! Normales Kleinstein, auf jeden Fall. Habe ich ja keines mehr, wisst ihr noch? Ah fuck, das war ein bisschen zu früh. Ich habe ja meinen Kleinstein gegen einen Alola-Kleinstein getauscht. Oh, verfluchte Kacke nochmal. Ja, das ist jetzt hier so ein Problem, ne? Ich kann das Pokémon quasi nicht schwächen und so, deswegen... Ja, passt mir das nicht so richtig. Versteht ihr? Ich kann den Ball nur werfen, relativ gut oder relativ schlecht und... Ja, der Rest ist dann Glück. Ansonsten konnte ich die Pokémon wenigstens noch ein bisschen schwächen oder zum Schlafen bringen oder paralysieren oder irgendetwas... Das halt die Fangchance erhöht. Ne? Oh mein Gott, ein Georock. Oh mein Gott, ein Georock. Das muss auch mit. Das muss auch mit. Okay. Das war auch nicht so gut. Ich muss vielleicht mal ein bisschen mehr mit Bären arbeiten. Aber so viele Bären habe ich gar nicht. Und es war nicht mal nötig. Sehr gut. Ja, das gibt natürlich... gute Einträge im Pokédex. Ich hoffe, ich finde hier irgendwo ein NPC. Bodycheck, ne. Ich hoffe, ich finde hier irgendwo ein NPC, wo ich so meine Pokémon tauschen kann, die sich nur per Tausch entwickeln. Wie zum Beispiel Georock, ja. Soll ich Georock mitnehmen? Das wäre auch cool. So, da fliegen wieder blaue Fledermäuse umher. Ich könnte mal einen Schutz ausprobieren, aber nee, noch nicht jetzt. Hier gibt es bestimmt noch viel cooles Zeugs. Aber erstmal, Typ Phlegmon. Ernsthaft? Phlegmon auf... Oh, ein Rihorn! Shit, das ist bestimmt weg nach diesem Kampf, oder? Rihorn... Oder habe ich ein Rihorn? Bin mir nicht ganz sicher. Bin mir echt nicht ganz sicher. Mein Gott, siehst du scheiße aus. Nur mal so. Nur mal so. Evoli, ziel bitte auf das richtige Phlegmon, ja? Ansonsten werden wir noch verklagt. Von wegen Körperverletzung und so. Das wollen wir nicht. Ich habe jetzt ein bisschen Geld zusammen mittlerweile, aber... Das wird dann irgendwann draufgehen für Top-Genesungen und so weiter. Ha! Torben wurde besiegt. Game over. So, wo ist jetzt mein Rihorn? Wo ist... Da, es ist immer noch da. Das ist nett. Das ist sehr nett. Rihorn ist voll cool. Nee, ich glaube, ich habe noch keines. Fuck, das war... Bisschen zu spät. Oder halt sehr zu früh. Eins von beiden. Okay, aber das Vieh kommt mit. Das Vieh kommt mit. Jetzt! Komm schon. Komm schon. Yes! Noch ein Pokémon mehr gefangen. Und noch ein neuer Eintrag im Pokédex. Ich denke, wenn wir diese Höhle durch haben, dann kann ich mir theoretisch Glumanda und Shiggy holen. Theoretisch und praktisch, ja. Aber... Oh mein Gott, so viele Viecher noch. Georock brauche ich nicht unbedingt. War das hier auch relativ ein Labyrinth oder nicht? Ich erinnere mich nicht mehr so richtig. Nee, ich glaube, das war ganz... Oh, wow. Nochmal ein Rihorn. Ne, hier gab es eigentlich meistens nur einen Weg, oder? Was hast du? Was hast du, Dickter? Etwas im Sand gefunden. Sternenstück. Oh, nett, das kann ich verkaufen. Dank, Dickter. Aber jetzt verschwinden wir hier. Oh, der will auch noch kämpfen. Ja gut, meinetwegen. Außerdem zeichne ich gerne Pokémon.
Würde ich vielleicht auch gerne machen, aber ich kann nicht zeichnen. Ich kann halt wirklich nicht zeichnen. René, ja. Oh, ein Kangama. Kangama gehört bestimmt auch zu den Pokémon, die ich in Pokémon Go nie bekommen werde. Warum? Ja, die gibt's halt nur auf einem anderen Kontinent. Und heute und morgen habe ich... Oh, verdammter Mogli. Heute und morgen habe ich weder die Zeit noch das Geld, um jetzt hier um die halbe Welt zu reisen. Könnt ihr vielleicht verstehen. So, es brennt auf jeden Fall, macht mir nicht mehr so viel Damage. Nee, ist völlig okay. Und der Rest wird mit dem Blubsauge gemacht. Und ja, ihr seht das richtig. Ich kämpfe nach wie vor nur mit Evoli. Hauptsächlich. 99% der Kämpfe macht Evoli, ja. Es ist doch das Stärkste. Ich hoffe, dass die anderen bald mal nachleveln. Besonders Traumato und dieser Knosp zum Beispiel. Aber dafür sollte ich auch mal mit denen kämpfen. Mache ich aber nicht. Ja, es ist blöde, wenn man wirklich nur die Trainerkämpfe zum Trainieren mitnehmen kann, ja. So, was ist jetzt der richtige Weg? Da ist auf jeden Fall ein Item. Und ein Typ. Aha, kommst du gegen meine Stärke an? Das weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube mal ja. Hoffe ich doch. Tokuo. Tokuo. Honig, sehr gut. Das sollte machbar sein. Das sollte dann schon machbar sein. Und ihr könnt natürlich auch direkt raten, wie natürlich mit dem Blubsauger. Tschüss, Honig. Fantastisch. Tut mir leid, Onix, das musste sein. Die Erfahrungspunkte, naja. 21 für Traumato, immerhin. Und den Typen besiegt. Drei Pokébälle nur. Ah, hier das Item. Angriffsplus. Bäh. Interessiert mich jetzt auch nicht sonderlich. Alle Trainer mitnehmen natürlich und auch alle Items. So, den nehmen wir jetzt noch mit hier. Den nehmen wir noch mit. Zeig mir, dass du drauf hast. Mache ich, keine Sorge. Es war doch ein kleines Labyrinth hier drin. Daichi. Ey, Daichi. Verkacktes Menki. Vom Design her ist Menki auch. Doch, ist cool. Aber wie gesagt, ein Kampf-Pokémon gegen mein Normal-Pokémon, das finde ich jetzt nicht so gut. Außer es wird natürlich für mich ein One-Hit geschmeidiger und dann ist der Kampf relativ schnell vorbei. Quapuzzi. Auch da machen wir weiter. Und Knisterladung. Wunderbar. Es klappt alles gut. Gut, jetzt hätte ich mal mit dieser Knosp kämpfen können. Aber dieser Knosp hat noch kein hohes Level. Das ist ein Problem. Oh, Tiefschlag für Dicta. Das könnte auch was sein. Nee, mach die Agilität weg. Ja. Heuler, vielleicht können wir das mal noch gebrauchen. Ich nehme an, eher nicht, aber man weiß es nicht. Oh, du hast doch einiges drauf. Ja, ja, ja. Danke, danke für die Blumen. Danke, danke. Da geht's hoch. Da geht's hoch. Ja, Leute, ich würde sagen, das wollte ich jetzt nicht. Wir bleiben auf jeden Fall noch hier unten. Und dann würde ich sagen, Leute, das war's für heute mit Pokémon Let's Go Evoli. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!